Heute ist es noch richtig kalt ab bei uns. Aber die Sonne geht gerade auf und wir wollen ja voll durchstarten. Welche Zutaten brauchen wir dazu? Und ich habe einen Praxistipp für dich, der kann dich richtig weit nach vorne bringen. Eine Frage: Kochst du gerne? Der Alfons Schubeck, ein deutscher Spitzenkoch, sagt, in der Küche braucht es drei Dinge. Erstens, ein gutes Produkt. Zweitens, die richtige Temperatur am Herd. Und drittens, ein gutes Gespür und das Gefühl fürs Kochen. So, wenn wir jetzt durchstarten wollen in einen neuen Lebensabschnitt oder zum Beispiel in die Selbstständigkeit, nachher hilft uns die Aussage von Theodor Roosevelt. Er hat immer gesagt, bei allem, was du tust, mach aus dem, was du hast, mit dem, was du kannst, dort, wo du bist. Mach da was draus. Und das hilft uns bei allem, was wir losstarten wollen. Und wenn einmal was nicht gelingt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich wollte mich gestern auf das Video vorbereiten und habe so ein bisschen zusammengeschrieben, was ich alles bringen möchte. Und irgendwie sind mir nicht die richtigen Sachen eingefallen. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann nicht. Dann habe ich es innerlich losgelassen. Und heute in der Früh sind mir die Ideen gerade so zugeflogen. Und es fließt dir dann ganz von selber zu, wenn wir die Dinge loslassen, wenn es einmal nicht gelingt. Und jetzt habe ich einen absoluten Praxistipp für dich, der kann dich richtig weit nach vorne bringen. Der Dieter Bohlen hat schon als Jugendlicher gesagt, alles, was ich in die Hände nehme, wird zu Gold. Eine Frage: Was wird, wenn du was in die Hand nimmst? Von was bist du überzeugt? Alles, was ich in die Hände nehme, wird. Und diese innere Überzeugung ist ganz wesentlich bei allem, was wir in die Hände nehmen. Werd dir bewusst, zum Beispiel, alles, was du in die Hände nimmst, wird zu Gold. Ich wünsche dir, dass du Vollgas durchstarten kannst, dass du was draus machst und dass es dir gut gelingt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon. Vierti, Servus.